Herzlich willkommen zu Let's Play World of Tanks Nummer 26, 27, keine Ahnung. Auf jeden Fall mit prominenterer Besetzung. Ja, Golden Arm. Ach, du machst mich ganz verlegen, so prominent bin ich doch nicht. Hallöchen auch an alle Leute hier. Hier ist der Joker. Tja. Wo darfst du denn lang gehen? Wollen wir mal rechts erstmal rumdüsen oder willst du da hinten auf die Landzunge düsen? Mir ist es wurscht. Von der Seite bin ich die Karte noch fast nie gefahren. Gut, nee, dann komm, dann fahren wir mal rechts rum. Dann wollen wir mal oben rumbleiben. Ich habe irgendwie das Glück, dass ich immer von einer Seite fahren muss. Ja, da machen wir es wie der Bäcker jetzt. Wir rumkugeln. So. Wir rumkugeln oder wir kugeln rum. Genau. Ganz schön flott das Ding. Oh ja. Er gibt richtig Hackengas. Oh ja. So. So, der eine oder andere Panzer 1 ist ja in dem Gefecht hier drin. Achso, ist übrigens gerade, wir spielen jetzt gerade den Tag, an dem 8.4 rausgekommen ist. Deshalb auch der Panzerkampfwagen 1, lol. Der eigentlich bei diesem Forschungsbaum an die Spitze der Nahrungskette gehört. Beziehungsweise ans an den Anfang wurde er. Ja, das meine ich ja mit der Spitze, genau. Genau an den Anfang gehört dieses Ding eigentlich. Das hat mich sogar anfangs schon gewundert, warum man eigentlich den Leichttraktor eingestellt hat und nicht den hier. Da drüben steht der Briten-TD. Ja, der hat auch gerade gefressen von mir. Habe ich gesehen. Hammer geil, ich muss meinen Stuhl mal wieder ölen. Da komme ich nicht ran. Muss mir erstmal. Oh, hier, da oben sausen so hoch. Ja, ich lade gerade nach. Also manuell. Kommst du da ran? Aber nicht ganz. Oh. Dann fahr lieber ein Stück zurück, wenn das hier hochkommen. Ja, zum Zurückfahren ist es ein bisschen zu spät. Die haben mich gerade gesichtet. Leckt auch fast gar nicht. Ich mache aber kleine Löcher hier in das Stahlblech. Irgendwie bringt die Kanone nicht so ganz. Das war ich dann. Also ganz ehrlich, irgendwie bringt die Kanone von dem Ding nicht. Huch, ich habe eine M2 Light noch erwischt. Das ist halt eine T1-Kanone, ne? Deswegen. Die hat der Leichttraktor halt auch, dieselbe. Ja, aber der M18 hier, der gefällt mir gar nicht. Ich ja. Will hier nicht weg. Hä? Kann ich gar nicht verstehen. Gehst du weg? Hui. Ja, ja, jetzt hat er mich. Machst du nichts gegen das Ding. Ich war zu ungeduldig. Na, du kannst halt nichts machen gegen den Panzer. Du kommst nicht durch und machst auch noch keinen Schaden dazu. Ich habe nur gerade gesehen, die Einschusslöcher waren sehr klein, die ich veranstaltet habe an den Panzern. Ja, die Kanone ist halt echt ein bisschen schlecht gewählt. Ist halt dieselbe, die der Leichttraktor hat und der ist ein Tier niedriger. Naja, das sieht schon wieder nicht mehr so nach Sieg aus. Ich glaube, da kann nee, man... Nee, leider nicht. Da kann man schon mal rausgehen, würde ich mal sagen. Und dann gleich bis zur nächsten Runde. Jo. Und da sind wir wieder. Was wir demnächst auch mal mit anderen Mitgliedern dann zusammen machen mit Deathwing. Ja, denn wir müssen ja auch mal Mitglieder bekommen, ne? Ja, am besten Mitglied. Mitglieder oder... Mitglieder. Oder? Icke, wir müssen Babys machen. Ja, da wollte ich nämlich gerade sagen, neue Mitglieder oder neue Glieder? Nee, neue Mitglieder. So, warum fährt der KV-5 in mich rein? Ist das der doof? Ja, ist er. Nee. Der T-34 auch. Der hat es geschafft, an mir vorbeizufahren. Stell mich auch mal hier oben einfach mal eiskalt an den links daran, ne? Ja. Mit dem Jagdtiger 88. Ja, wenn ihr noch mehr Hrvatska schreibt, dann... Das ist Kroatien. Ja. Vratska. Ja, Gesundheit. Ja, oder das. Allerdings, ich muss gerade sagen, mir gefällt mein Skin-Modell hier so super. Dein Jagdtiger hat auch Bundeswehr-Tarn-Skin. So wie mein Ferdinand. Fleischwerfen. Geil aus.
Nee, Icke, du sagst eigentlich was anderes dazu. Ja, schöner Panzer, aber ich muss gleich aufs Klo erstmal. Ich muss aber hier mal... Dann geh du mal... Nee, ich sag das jetzt nicht so laut. Was? In the Püss? Ja, Jank in the Püss. Ja, ich Jank in the Püss. Ich wollte euch eigentlich nur noch einen schönen Abend wünschen. Mümpelt nicht mehr so lange. Denkt dran, morgen früh ist neuer Tag, neue Latte. Macchiato und, meine ich. Genau. Und dein Konto ist endlich entsperrt, hoffentlich. Hör auf mit der Kacke. Also ich habe mich jetzt gerade noch mit, ich habe mich jetzt gerade noch mit der Zickenblecki da noch drüber noch unterhalten und mit KV3 und noch mit Ibiza. Die finden das eine bodenlose Frechheit und Wargaming würde ich selbstverständlich morgen früh anschreiben, da ich jetzt gerne für den Betrag gerne Geld haben möchte, weil ich habe jetzt 40 Euro gezahlt für nichts. Und ganz ehrlich, ist doch schon ein bisschen doof. Okay. Ja, also, Defi, ich wünsche dir dann noch eine angenehme Nacht. Denk dran, die Hände bloß über die Bettdecke. Wenn du sie da drunter lässt, na, da kann ich dir nicht hundertprozentig versprechen, ob der U-Porn-Fee diese Nacht kommt und macht dir schöne Träume. Oh Gott. Gut? Ja, fast überhaupt nicht verstörend, aber was soll's. Ja, und dir, mein Schatzi, natürlich, ich nehme unser Sau aus, jetzt mit ne Püss. Und ja, ja. Gebe ihm selbstverständlich noch einen guten Nachkuss noch vom Papi. Mach das, mein Mäuschen. Ja, aber ja? Nochmal, wenn der... Übrigens hat Deathwing das Bild auch gesehen, auch von der Entstehung von Sau aus. Ne? Er hat die Knutschi gesehen und er hat danach gesehen, was rausgekommen ist. Das habe ich gesehen. Aber das passt auch prima zwischen zwei Tiger P, so ein Panzer 38 NA. Oh ja. Und dann noch in schöner Farbe. Ja. Die ja auch noch passt. So, ich bin ja die ganze Zeit schon schön am Rumballern, ne? Ich weiß nicht, wie das da ist der geht. KV5. Ja, Moment, ich hab den... Ah, oh, jetzt steht unser KV5 im Weg. Jetzt habe ich ihn. Ja, auf jeden Fall soll... morgen mein Konto wieder frei sein, dann können wir ja wir drittmal zusammen mal wieder eine Runde schöne, da können wir mal ein Dreier machen, wieder Mümpel. Da können wir mal zu dritt spielen. Ja, das Dreier wäre auch nicht schlecht, kein Problem. Ich lasse mich dann zweimal klonen. Nee. Ja, Icke, du weißt ja, wir machen Sandwich, du bist in der Mitte, ne? Da schießt eine IS-3 auf uns. Na ja, gut, okay. Da kommt auch ein Typ. Na gut, okay, solange ich ja der Belag bin, ich Butter immer so schießt mir ins Heck und nicht so die Butter wie Defi unten, ist mal eine Latte. Ich muss hier mal ein bisschen hinter den Hügel, Deathwing. Kann ich nachvollziehen. Irgendwas hat mir gerade fett ins Heck geschossen. Wo ist denn der Typ hin? Der steht hier unten noch, 100 Pro. Der wartet, dass er um die Ecke kommen kann. Hm. Nur ich fahre jetzt nicht vor. Siehst du, da ist er. Ja, wie wär's denn damit, wenn wir einfach mal beide auf den zufahren? Weil sonst, ja, dann komm, dann los jetzt. Vielleicht die Art hier auf uns, das ist das Problem. Ja, was machst du jetzt? Ja, Jutta, jetzt, okay, Jetzt steht Jan einer. Jetzt. Was machst du jetzt? Ja, ich hab die Kette kaputt. Ich kann... Warte. Verdammt, das hätte fast geklappt. Jo, ich jang jetzt in der Büsse. Scheiße. Der verreckt es gleich wieder. Nein. Geh doch weg, du Penner. Er steht. Gleich, mein Schatz. Zwei Jagdpanzer gegen einen Typen. Das gibt's doch nicht. Der ist nicht draufgegangen. Vorwärts. Ja, der hat mich. Schade, deswegen. Der Ferdi dreht aber auch wie ein Gurkenlaster, das kannst du vergessen. Ach Mist. Naja, oh, du schießt mal ruhig auf mich. Na gut, Icke, mein Schätzelein. Ja, ich jang jetzt mal in den Plus. Ich wünsche euch noch eine angenehme Nacht. Ja, dann grüß den Patrick unten noch, dann sagt ihm auch noch Tschüss. Mach ich. Ich hab dich da einfach rausgezogen. Kein Thema, ich wollte jetzt gerade schon Schlussi machen. Ja, Jut. Jutta, ich wünsche euch was. Noch viel Erfolg und noch viel Spaßi. Ja, den haben wir. Ne? Ja, sicher. Jutta. Ich haust rein. Tschüss. Tschüss.
User left the channel. Jetzt habe ich ein Problem. Ja, das sehe ich. Ey, mein Ferdi dreht wie ein Gurkenlaster. Das kannst du vergessen. Der Typ ist mal ein ganz schöner Idiot. Wenn er andersrum fahren würde, könnte er eiskalt mit vorbeifahren. War nochmal hoch. Gehen. Und jetzt, was hast du denn? Und jetzt schießt unsere Art hier auf ihn. Ja. Das sowieso. Ich habe übrigens gerade gegen den Typ gewonnen. Ja, bitte? Der Typ ist Geschichte. Hast ihn doch weggekriegt? Ja, ganz schöner Schwachkopf. Hätte nur andersrum fahren müssen, hätte ich keine Chance gehabt. Aber machst halt nichts. So. Ja, also der Ferdi, der dreht wie ein Gurkenlaster. Wie gesagt, also ganz schweres Drehen. Ja, ich habe das, hab das noch schwerer, mein Panzer. Der dreht sich noch langsamer. Ja, Meister am Bremshebel muss der Fahrer noch bekommen. Um wenigstens ein wenig schneller zu drehen. So, wir tuckern jetzt mal darüber. Aber wir gewinnen es. Wir gewinnen es. Hab auch so ein, zwei Schüsse. Der KV-5 schießt in die... Ja, endlich. Wo ist denn der Panther überhaupt? Ja. Das ist jetzt die Frage. Ja, natürlich, Cap. Captain, ja, Captain soll... Na, der Panther Scheiße, ist vor dir. Scheiße, das ist nicht gut. Sollte der dreht aber der dreht ihr, der dreht dir den Rücken zu. So, jetzt habe ich endlich das Wort gefunden. Ich bin zwar riesig, aber für einen Jagdpanzer. Aber ja, aber er guckt nicht auf dich. Ich meine, ich werde dadurch, dass ich ein Jagdpanzer bin, ja etwas später aufgedeckt. Ja, du schießt dem jetzt voll in den Hinterleib. Erstmal die Kette abgeschossen. Genau. Jetzt haust sie. Jawohl, schönes Ding. Super. Wunderbar. Ja, das ist eine gewonnene Runde. Zwar wenig über das Thema WoT geredet, aber dafür eine schöne Runde gehabt. Ja, wir können ja wenig über das Thema reden. Oh ja. Wir haben ja gerade unseren Verrückten hier mit drin. 2500 Erfahrungen, das hat sich gelohnt. 1600 Schaden gemacht. Ach ja, das finde ich ja auch cool. Jetzt hat man so ein Ding, wie viel Schaden man erhalten hätte, wenn jeder Treffer durchgegangen wäre. Wo? Das potenziell erhaltener Schaden. Das sind bei mir jetzt 1640. Stimmt, ja. Ich habe sogar 112 Schaden durch Aufklärung gemacht, ist ja wunderschön. Wir haben fast gleich viel Schaden gemacht. 1629 ich und 1676 du. Und wir haben ich habe ein bisschen mehr Schaden als du gemacht, allerdings hatte ich dann das Pech mit diesem Typen. Den kannst du nicht ausdrehen, nicht mit dem Ferdi. Das machst du mit einem anderen Panzer besser. Wir haben exakt gleich viel potenziellen Schaden erhalten, wirklich exakt. Sehr interessant. Ja, der Ferdi ist schon eine Wucht. Er muss halt wannengeschützt stehen, ne? Boah, die IS-3 von uns hat 5580 potenziell erhaltenen Schaden bekommen. Wahnsinn. Nicht schlecht, nicht schlecht. Stahlwand bekommen? Ja, auf jeden Fall. Ja, gut. Das war dann mal eine etwas unterhaltsame zweite Runde. Und danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Bis denne.